Handy runter. Handy runter. Handy runter. Soll ich anfangen? Gut, dann sage ich nur kurz, guten Tag, meine Damen und Herren, danke fürs Interesse. Die Bundeskanzlerin, der Vizekanzler und die Mitglieder des Koalitionsausschusses informieren Sie jetzt über das Klimaschutzprogramm 2030. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie begrüßen zur Pressekonferenz und wir sitzen hier als Koalitionsausschuss, begrüßen aber auch die Ministerinnen und Minister, die natürlich sehr wesentlich auch zu den Ergebnissen des heutigen Tages beigetragen haben. Hinter uns allen liegen doch sehr arbeitsreiche Stunden und wir haben eben im Kabinettausschuss Klima und unsere Beschlüsse zur Erreichung der Klimaziele 2030 und dann im längeren Blick auch bis 2050 gefasst. Wir haben diesen Ort nicht nur wegen des Namens Futurium gewählt, sondern wir haben diesen Ort gewählt und es ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen beim Reingehen, dass hier ganz dominant eine Installation uns zeigt, wie die Menschheit in den letzten 200 Jahren, in den Jahren der Industrialisierung, ihren Fußabdruck doch auf der Welt hinterlassen hat durch immer größeren Ressourcenverbrauch. Und diese Installation ist so etwas wie das Symbol einer Aufgabe, die vor uns liegt und die wir in den nächsten Jahren bewältigen müssen, um unseren Kindern und Enkelkindern auch ein zukunftsfrohes Leben zu hinterlassen. Wir leben heute nicht nachhaltig und in einem Aspekt leben wir nicht nachhaltig und das bedeutet und betrifft vor allen Dingen die Frage der Erderwärmung. Und bevor ich Ihnen einige aus meiner Sicht sehr wesentliche Ergebnisse vorstelle, möchte ich eine persönliche Vorbemerkung machen, weil mich, wie wahrscheinlich viele von Ihnen und auch viele von denen, die heute außerhalb dieses Hauses sich für Klimaschutz einsetzen, eine Frage beschäftigt. Wir haben uns für das Jahr 2020 vorgenommen, unsere CO2-Emissionen um 40% zu reduzieren. Und wir müssen mit großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir dieses Ziel, was wir uns 2007 vorgenommen haben, leider nicht erfüllen werden. Und das beschäftigt mich, das beschäftigt viele andere. Was bedeutet das jetzt im Blick auf die neuen Ziele, die wir uns vorgenommen haben von 2030, wo es um 55% Reduktion von klimaschädlichen Gasen geht bis 2030? Und ich verstehe auch diejenigen, die sagen, ja, wer soll euch das nun glauben, dass ihr das das nächste Mal wirklich schafft? Und wir glauben da nicht so richtig daran. Denn ihr habt uns das ja schon 2020 gesagt und deshalb haben wir uns sehr intensiv alle miteinander im Vorfeld unserer heutigen Entscheidung mit der Frage befasst, wie kann man aus einem gut gemeinten Ziel auch eine gut gemachte Zielerfüllung machen. Und das ist das, was sich durch die Beschlüsse, die wir heute gefällt haben, zieht. Und das, glaube ich, ist etwas, was auch mit Recht eingefordert wird, dass wir Konsequenzen gezogen haben aus der Tatsache, dass wir es einmal nicht schaffen, das zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Und dafür ist der Mechanismus sehr wichtig, den wir heute beschlossen haben, nämlich, dass das Klimakabinett nicht jetzt seine Arbeit beendet, sondern dass das Klimakabinett weiter existieren wird, besser gesagt der Kabinettausschuss Klima, und dass wir sozusagen immer wieder Jahr für Jahr auch entsprechend den Vorgaben, die wir zu erfüllen haben, uns bewerten und schauen, erreichen wir die Ziele, erreichen wir sie nicht, auch unterstützt von einem Rat von Experten und dann sehr zeitnah entscheiden, was muss geschehen, wie muss nachgesteuert werden, welche neuen Dinge müssen wir vielleicht noch aufnehmen, was müssen wir besser machen. Und dieser Mechanismus, der ist so etwas wie eine Garantie auch dafür, Schritt für Schritt die Ziele dann zu erreichen. Und natürlich werden wir auch auf diesem Wege wieder lernen müssen. Es ist sehr, sehr schwer für die nächsten 11 Jahre vorauszusagen, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wie schnell sich Technologien durchsetzen, wie schnell bestimmte Entwicklungen eintreten. Aber ich glaube, wir sind aufgefordert, auch gerade im Blick auf die vielen jungen Leute weltweit, die einfordern und mit Recht einfordern,
dass wir etwas dafür tun, dass auch Sie gute Lebenschancen haben. Und wenn mich etwas beeindruckt, das sage ich jetzt mal als Naturwissenschaftlerin, dann ist das, wenn Greta Thunberg sagt, unite behind the science. Es ist nicht so, dass wir hier irgendetwas Ideologisches machen, sondern wir machen etwas, wofür es so massive Evidenzen gibt, dass wir dagegen handeln müssen. Und wer diese Evidenzen, wer diese wissenschaftlichen Meinungen ignoriert und sagt, wir werden schon irgendwie durchkommen, der handelt, glaube ich, nicht zukunftsgerecht. Und das ist das, was uns geleitet hat. Nun werden Sie fragen, was haben wir da die vielen Stunden getan und die vielen Stunden schon vorher? Und da darf ich Ihnen sagen, dass das ein Beispiel für das ist, was Politik ist. Das unterscheidet Politik auch von Wissenschaft und auch von ungeduldigen jungen Menschen. Politik ist, das ist das, was möglich ist. Und die Möglichkeiten, die haben wir ausgelotet mit unterschiedlichen Herkünften, mit unterschiedlichen Schwerpunkten in unserer Arbeit. Und für mich ist sehr wichtig, dass ich durch dieses Papier, was wir Ihnen heute vorlegen, erstens zieht, dass wir daran glauben, dass wir die Ziele erreichen können und dass wir dafür auch wirklich die Grundlagen gelegt haben und dass wir dafür eben auch die Mechanismen haben. Ich habe auf den Monitoring-Mechanismus hingewiesen, aber wir haben auch einen zweiten Mechanismus eingesetzt, am Anfang zugegebenermaßen sehr langsam, dann aber ansteigend, und das ist das Signal des Preises für CO2. Und warum setzen wir auf dieses Signal des Preises? Weil wir glauben, dass Innovation so gefördert wird. Wir als Politiker können nicht in allen Bereichen genau wissen, wo entstehen neue Dinge, wo gibt es kreative Ideen, wie können sich Technologien verändern. Und das Preissignal wird Schritt für Schritt über das nächste Jahrzehnt, wir gehen hier bis zum Jahr 2026 und werden dann im Jahr 2025 überprüfen, wie wir weiterverfahren, gehen wir Schritt für Schritt im Rahmen eines Zertifikatesystems, das am Anfang natürlich kein marktwirtschaftlicher Mechanismus ist und sich erst schrittweise dahin entwickelt, diesen Weg des Preises. Und dieses Preissignal ist wichtig, aber es ist auch etwas, was natürlich auch Erwartungen, berechtigte Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger weckt, dass man dann auch das wieder kompensiert, da wo insbesondere soziale Schwierigkeiten sich einstellen. Und das tun wir in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel bei der Senkung des Strompreises oder aber auch bei der Pendlerpauschale im Zusammenhang mit dem Weg zur Arbeit. Wir haben dann einen weiteren großen Block und da gehen wir in die verschiedenen Bereiche. Das wird oft dann so dargestellt als eine Vielzahl von Maßnahmen, die ja so vereinzelt dastehen. Und dem möchte ich ausdrücklich widersprechen, weil wir in den großen Bereichen, gerade der Sektoren, in denen wir unsere Ziele nicht erreicht haben, und das ist Gebäude und das ist der Verkehrsbereich, eine Vielzahl von Ansätzen haben und Anreizen haben, dass Menschen sich umweltfreundlicher verhalten. Ich will das jetzt hier nicht alles im Einzelnen darstellen. Und die Summe dieser Maßnahmen wird sozusagen das Preissignal unterstützen und uns dann auf einen Pfad führen, auf dem Menschen Schritt für Schritt ihr Verhalten ändern. Nicht indem sie auf Wohlstand verzichten, sondern indem sie soziale Marktwirtschaft mit der ökologischen Komponente auch verbinden. Insgesamt darf ich sagen, dass wir in breiter Front sozusagen hier gearbeitet haben. Und dass aus meiner Sicht die Chancen dafür, dass wir besser als bei dem 2020er Ziel unsere Ziele erhalten, sehr groß sind. Sie sind gewachsen und wir werden alles daran einsetzen, dass wenn wir einmal unseren Zielpfad nicht erreichen, wir sofort korrigieren und weitere Maßnahmen ergreifen. Aber jetzt müssen wir erstmal beginnen und deshalb freue ich mich auch auf die zukünftige Arbeit, die sicherlich nicht leichter werden wird als das, was wir in den letzten Stunden hinter uns hatten. Ich darf Ihnen aber sagen, es war intensiv. Es war aber konstruktiv und es hat manchmal auch Freude gemacht, um den richtigen Weg zu ringen. Wenige Meter von uns demonstrieren viele Tausende für mehr Klimaschutz. Fridays for Future hat uns alle aufgerüttelt und in Erinnerung gerufen, dass wir Schritte jetzt gehen müssen, die wir in den vergangenen Jahren nicht gegangen sind. Denn das muss, glaube ich, am Anfang immer selbstkritisch gesagt werden. Wir haben in der Vergangenheit für den Klimaschutz nicht genug erreicht. Und der Ausstoß von CO2 sinkt nicht schnell genug. Wir haben also allen Anlass zu handeln.
Das ist eine große Aufgabe und vielleicht ist die Größe der Aufgabe auch der Grund dafür gewesen, dass der eine oder andere zurückgeschreckt ist, das Richtige und Notwendige zu tun. Aber jetzt kann das nicht mehr so sein. Wir müssen mit mehr Entschlossenheit handeln. Wir brauchen mehr Engagement und ganz bestimmt auch die notwendige Ernsthaftigkeit. Mit dem Klimaschutzpaket machen wir jetzt ernst. Und dabei wird ein neuer Weg beschritten, der viele, viele Aspekte umfasst, insbesondere massive Investitionen in den Klimaschutz. Es geht allein bis 2023 um mehr als 54 Milliarden Euro. Das ist eine große Menge. Und wir glauben schon, dass in dieser Hinsicht dann doch viel hilft und wir damit vieles auf den Weg bringen können, was einen sozial ausgewogenen Klimaschutz auch möglich macht. Denn wir haben uns hier auch vorgenommen, dass wir nicht nur die Dinge auf den Weg bringen, sondern dass wir das die ganze Zeit über auch miteinander betrachten, dass wir ein Monitoring durchführen, dass wir im Rahmen des Klimaschutzgesetzes sehen, wie weit sind wir gekommen, wie weit sind die einzelnen Sektoren vorangeschritten und was ist zu tun, damit wir diese Ziele auch wieder tatsächlich dann erreichen. Es soll ja nicht so sein wie bei den letzten Malen, sondern diesmal gut funktionieren und deshalb immer wieder nachgeschärft werden, wenn das notwendig ist. Was wir hier tun, sichert Arbeitsplätze. Es geht darum, dass wir den Klimawandel als Chance nutzen, unsere Wirtschaft zu modernisieren und viele zukunftsträchtige neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und natürlich sorgen wir dafür, dass alle ihre Verantwortung wahrnehmen. Ich glaube, dass es eine große Chance ist, die wir jetzt vor uns haben, wenn wir unsere Energie sauberer machen und nachhaltiger werden und gleichzeitig dafür sorgen, dass alles bezahlbar bleibt. Die wichtigste Entscheidung haben wir schon getroffen, nämlich aus der Kohleverstromung auszusteigen. Nachdem wir uns vor einigen Jahren vorgenommen hatten, aus der Nutzung der Atomenergie auszusteigen, was bald vollendet sein wird, ist das das nächste große Ding, das wir in der Frage Klimapolitik auf den Weg bringen. Ich halte das für eine ganz wichtige Entscheidung. Und wir müssen mit all dem, was wir heute tun, dafür Sorge tragen, dass das auch tatsächlich funktioniert. Eine wichtige Voraussetzung ist, dass wir mit dem Ausbau der Netze und der erneuerbaren Energie vorankommen. Und deshalb haben wir uns nochmal neu festgelegt, das Ziel 65% erneuerbare Energien 2030 zu erreichen, hier miteinander zu verfolgen. Weil das Paket so groß ist, weil die Investitionen so bedeutsam sind, müssen wir natürlich auch gucken, wie wir sie finanzieren können. Dabei haben wir geachtet auf das, was wir bisher schon als Möglichkeiten haben aus dem europäischen Emissionshandelssystem, der in den Klimafonds der Bundesregierung einfließt. Aber wir werden neue zusätzliche Möglichkeiten entwickeln, die Aufgaben zu stemmen, die wir hier mit großer Kraft voranbringen müssen. Da geht es zum Beispiel um eine Ticketsteuer auf Flugreisen, die wir weiter ausbauen, um gleichzeitig möglich zu machen, dass Bahntickets billiger werden. Da geht es zum Beispiel um eine Reform der Kfz-Steuer, die dazu beiträgt, dass ein hoher CO2-Verbrauch sich auch in einer höheren Kfz-Steuer niederschlägt, was jeder, der ein neues Auto kauft, darum geht es, dann jeweils bei seiner Kaufentscheidung bedenken kann. Und es geht natürlich auch darum, wie wir zum Beispiel bei dem Lkw-Verkehr und der Lkw-Maut dafür Sorge tragen, dass die CO2-Belastung eine Rolle spielt bei der Bepreisung. Auch das wird eine weitere Einnahmequelle sein. Und dann kommt letztlich der Handel, dann kommt am Ende die Einnahmen aus den Zertifikaten dazu, die wir miteinander hier an diejenigen ausgeben wollen, die CO2 emittieren und solche Heiz- und Kraftstoffe in den Verkehr bringen. Das alles ist die Finanzgrundlage dafür, dass wir diese große Aufgabe stemmen können. Ich glaube, dass das von zentraler Bedeutung ist, dass wir das schaffen. Was den Verkehr betrifft, wird es auch um viele weitere Fragen gehen, zum Beispiel, wie wir die Bahn stärken können, wie wir dafür Sorge tragen können, dass der Schienenverkehr ausgebaut wird, wie wir dafür Sorge tragen können, dass die Elektromobilität tatsächlich stattfindet, indem wir genügend neue zusätzliche Möglichkeiten schaffen, Strom aufzunehmen. Und was die Fragen betrifft, die Wärme betreffen, wird es darauf ankommen, dass wir den CO2-Verbrauch bei dem Heizen unserer Gebäude reduzieren. Deshalb sind es wichtige Entscheidungen, die wir getroffen haben, wenn wir sagen, wir werden das mit den Fördermaßnahmen massiv möglich machen, dass die Bürgerinnen und Bürger bei ihren Heizungen umsteigen. Und wir werden gleichzeitig dafür Sorge tragen, dass das auch tatsächlich geschehen kann und so die Emissionen reduziert werden, die heute mit diesem Handel verbunden sind. Ich glaube also, dass das ein sehr kraftvolles Paket ist, das uns viele, viele Möglichkeiten schafft, dass es in der Lage ist, den Klimawandel aufzuhalten. Und weil wir uns vorgenommen haben, immer wieder zwischendurch nachzuschauen, wo wir stehen, wird es diesmal auch besser gelingen, die Ziele nicht zu verfehlen.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute gehen hier in Berlin, in anderen Straßen, in Deutschland, in Europa, weltweit Menschen auf die Straße für das Klima, junge, ältere, ganze Familien. Sie zeigen damit in einer Art Höhepunkt, wie wichtig Ihnen dieses Thema ist. Und deswegen gibt es eigentlich keinen besseren Tag, an dem diese Koalition ihr Klimapaket beschließen konnte und heute auch vorstellen konnte. Es ist ein Tag, der sicherlich nicht schlecht für das Klima und für den Klimaschutz ist und ganz sicherlich nicht schlecht ist für das Klima innerhalb dieser Koalition. Wir haben als CDU, ich habe als Vorsitzende im Frühjahr zugesagt, dass wir über den Sommer hart arbeiten, dass wir ein Konzept zum Klimaschutz, unser Konzept zum Klimaschutz entwickeln, dass wir dies gemeinsam mit der Schwesterpartei, mit der CSU tun und dass wir dies so rechtzeitig tun, dass wir eine programmatische Grundlage haben, auf der wir auch in der Lage sind, innerhalb der Koalition diese Diskussion zu führen. Und das ist gelungen und die Ergebnisse können sich aus meiner Sicht sehen lassen. Dieses Paket wird dazu beitragen, dass wir das Ziel, das wir uns selbst gesetzt haben, die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, die wir 2020 zwar noch nicht vollständig erreichen, aber dass wir diese Ziele so schnell wie möglich erreichen, die Ziele von 2030 auf jeden Fall verlässlich erreichen, um in 2050 klimaneutral zu werden, so wie das sich andere Staaten auch vorgenommen haben. Diese Ziele sind ehrgeizig und sie erfordern ein konkretes Herangehen und ein ambitioniertes Paket. Und das haben wir in den letzten Stunden intensiv verhandelt. Und vieles von dem, was uns als Christdemokratinnen und Christdemokraten wichtig war dabei, findet sich in diesem Paket wieder. Es ist ein Paket, das auf Innovation und Anreiz setzt. Das ist technologieoffen. Das war uns ganz wichtig. Das sieht man zum Beispiel daran, dass bei der Förderung auch in der Mobilität beim Kauf von Autos eben nicht nur auf Elektromobilität gesetzt wird, sondern auch auf andere Antriebe. Es ist ein Paket, das die Menschen in die Lage versetzt, die Veränderungen, die auf sie zukommen, etwa mit Blick auf ihre Heizanlagen, auf ihre Heizsituation zu Hause, eben in einem Vorlauf und mit einer massiven staatlichen Förderung auch Dinge umgestalten zu können. Und wir haben gemeinsam, finde ich, eine gute Ausgewogenheit gefunden zwischen Anreizen und Ermutigung und Ordnungsrecht dort, wo es am Ende des Tages auch notwendig ist. Es ist ein Paket, das ganz deutlich macht, neben den einzelnen Maßnahmen gilt es insbesondere auch darum, über den Preis und über die Menge zu steuern. Und wir beginnen mit dieser Preissteuerung in den nächsten Jahren mit einem Festpreis, der aber am Ende eben auch in einem entsprechenden Handel mit Zertifikaten, mit Mindest- und Höchstpreis enden wird und münden wird und der den Weg bereitet, dann auch für ein marktgetriebenes System etwas, was unserer Grundüberzeugung auch entspricht. Und trotzdem haben wir den Weg aus meiner Sicht richtigerweise so gewählt, dass er sozial verträglich ist, dass er niemanden überfordert, denn wir möchten, dass Klimaschutz nicht ein Eliteprojekt wird, dass es sich nicht nur wenige in diesem Land leisten können, sondern dass es etwas ist, wo alle ihren Beitrag auch wirklich beisteuern können. Deswegen geht es auch um die Entlastung. Uns war sehr wichtig, dass wir eine Entlastung etwa bei der EEG-Umlage festlegen, dass wir Entlastungen haben bei den Pendlerpauschalen, bei der Wohnprämie, denn insbesondere die Pendler im ländlichen Raum, insbesondere die, die mit kleinem Einkommen ihre Wohnkosten bestreiten müssen, sind diejenigen, die wir in einer besonderen Art und Weise im Auge behalten müssen und unterstützen müssen. Und es ging darum, dass wir deutlich machen, wenn wir von Nachhaltigkeit reden, dann reden wir nicht nur über Nachhaltigkeit im Umweltschutz, im Naturschutz, dann reden wir auch über Nachhaltigkeit, was die Finanzen anbelangt. Und deswegen war es ein ehrgeiziges Ziel, aber es ist gelungen, der Finanzminister hat darauf hingewiesen, dass wir nicht nur auf dem Weg zu einer grünen Null sind, sondern dass wir auch eine solide Finanzpolitik in den nächsten Jahren beibehalten können. Wir haben uns darüber hinaus verständigt, und das finde ich richtig und auch wichtig, dass wir dieses Paket nicht nur als Koalition vorstellen und vorantreiben, sondern dass uns sehr bewusst ist, dass wir bei der Umsetzung dieses Paketes eben die Unterstützung
der anderen Bundesländer, der Städte und Kommunen brauchen, aber vor allen Dingen auch die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger. Und wenn wir in einer Art nationalen Klimakonsens, in einer groß angelegten Dialogreihe auch dieses Gespräch suchen, unsere Vorschläge noch einmal deutlich machen, um dafür zu werben und die Menschen auch davon zu überzeugen, dann ist das genau der richtige Ansatz. Ich habe gestern Morgen bei der Klausurtagung der CSU in Klosterwanz gesagt, dass das sicherlich eine lange Nacht wird und eine harte Nacht wird. Wie lang und wie hart, das hätte ich mir da auch noch nicht vorstellen können. Aber wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann kann ich nur sagen, es hat sich gelohnt, es war viel harte Arbeit, aber ich glaube, es ist ein wirklich gutes Paket geworden, mit dem man entscheidende Fortschritte beim Klimaschutz auch in unserem Land machen kann. Und deswegen bin ich auf dieses Paket sehr stolz und darf mich bei allen bedanken, bei den Kolleginnen und Kollegen aus dem Kabinett, aber auch insbesondere im Koalitionsausschuss, die gemeinsam nicht nur jetzt in den letzten Stunden, sondern auch in den Tagen und Wochen davor zu diesem Ergebnis beigetragen haben. Ja, meine sehr verehrten Herren und Damen, Schlaf wird überbewertet. Ich bin wirklich auch sehr froh darüber, weil ich glaube, dass wir ein kraftvolles Paket heute verabschiedet haben. Und ich weiß trotzdem, dass es viele gibt, die meinen, es wäre nicht genug. Für uns als Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen ist es wichtig, zum einen, dass wir die Klimaziele erreichen, aber zum anderen auch, dass wir als Gesellschaft zusammenbleiben. Die Demonstrationen weltweit am heutigen Tag, die geben uns Rückenwind. Und sie machen uns auch nochmal darauf aufmerksam, dass es überfällig ist, dass wir ganz konkret und wirklich auch sehr umfassend miteinander handeln, um die Klimaziele zu erreichen. Aber ich glaube auch, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen wirklich auch bereit sind, ihr Verhalten zu verändern, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass die vielen Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, tatsächlich auch tragfähige Maßnahmen sind und die Menschen auch bereit dazu sind, tatsächlich sich aufgrund des Klimawandels in ihrem Verhalten ein ganzes Stück weit zu verändern. Und das werden wir alle müssen. Ich bin froh, dass wir heute ein Paket vorgelegt haben, das zum einen die Klimaziele erreichen, aber zum anderen wir damit auch Politik machen können für die Menschen, die Klimaschutz machen wollen, aber die beispielsweise auch jeden Tag weite Wege zu fahren haben. Die Pendler sind, die nicht ohne weiteres auf den ÖPNV zurückgreifen können, weil sie in ländlichen Regionen leben. Oder die Mieter sind mit wenig Geld, aber trotzdem Klimaschutz machen wollen. Oder die beispielsweise auch gerne ihre Heizung austauschen wollen, aber eigentlich gar nicht die finanziellen Mittel dafür haben. Das alles berücksichtigen wir in unserem Paket. Und wir haben gute Regeln entwickelt, um deutlich zu machen, es ist nicht nur fördern, sondern es ist tatsächlich auch die Erwartung, dass man Verhalten verändert und das tatsächlich auch mit Regeln festgelegt ist, aber dass wir selbstverständlich auch die entsprechenden Fördermaßnahmen und Instrumente zur Verfügung stellen. Auch viel Geld, wie Olaf Scholz eben schon dargestellt hat. Ich bin sehr froh, das ist schon mehrfach gesagt worden, dass uns auch etwas gelungen ist, was besonders ist. Und ich weiß gar nicht, ob es in dieser Form woanders auch schon stattgefunden hat. Nämlich, dass mit dem Klimaschutzgesetz, das Svenja Schulze vorgelegt hat, ein neuer Regelmechanismus eingeführt wird, das Monitoring, was regelmäßig, jährlich nämlich, in jedem Sektor überprüft, konnten die Ziele, die wir uns vorgenommen haben, wirklich erreicht werden und wenn nicht, und zwar von einer externen Expertenkommission, und wenn nicht, was kann man eigentlich tun, wie kann ein Ressortminister oder eine Ministerin auch Vorschläge machen, damit das Klimakabinett, das verstetigt wird, dann auch die entsprechenden Konsequenzen daraus zieht. Insofern glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, die Klimaziele diesmal zu erreichen. Wir haben es alle hier vorne schon gesagt. Wir schämen uns alle ein bisschen dafür, dass wir es nicht geschafft haben, die Klimaziele oder es nicht schaffen werden, 2020 zu erreichen. Und deshalb sind wir fest entschlossen, tatsächlich alles zu unternehmen, dass uns dies 2030 eben nicht noch einmal passieren wird. Ich will abschließend noch eine Erklärung machen dazu, warum ich glaube, dass allein auf einen Preis oder eine Bepreisung zu setzen eben nicht ausreicht. Wir konnten ja einiges lesen über das große Maßnahmenpaket. Ich bin davon überzeugt, dass wir auch die Verpflichtung haben, alle Menschen in dieser Gesellschaft daran teilhaben zu können, dass sie diesen Wandel auch bestreiten können. Und das kann man eben nicht nur durch Bepreisung.
sondern man muss auch die Förderinstrumente zur Verfügung stellen, dass alle die Chancen haben, sich zu verändern. Nicht jeder Mensch in unserer Gesellschaft ist in der Lage, sich einfach eine neue Heizungsanlage zu kaufen. Und deshalb ist eine Förderung von 40% wirklich ein Zeichen, dass alle Menschen auch die Möglichkeit haben, mitzugehen. Und es gelingt auch nicht jedem, sich einfach mal ein neues Auto zu kaufen. Und deshalb ist es wichtig, dass man Boni hat, um zu unterstützen, auch auf Elektromobilität umzutauschen. Und all diese Faktoren spielen eine Rolle und deshalb ist dieses Paket auch so dick geworden. Es ist ein Einstieg in die Bepreisung, aber zugleich auch ein ganz klares Signal, dass wir niemanden außen vor lassen wollen, sondern tatsächlich diesen großen Wandel mit allen Menschen in unserer Gesellschaft zu gestalten. Insofern war das wirklich auch eine gute Arbeit, gemeinsam in dieser Koalition. Auch ich will mich dafür sehr, sehr herzlich bedanken. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, große Koalition bedeutet, man braucht starke Nerven und eine gute Kondition. Und ich finde, das, was jetzt die letzten 24 Stunden geleistet wurde, ist eigentlich ein eindrucksvolles Zurückmelden der Großen Koalition als auch Schrittmacher für Politik in Deutschland. Klar ist, wir müssen für den Klimaschutz einen gewaltigen Satz nach vorne machen. Und ich sage auch ganz persönlich, im Grunde genommen müssen wir all denen, die in den letzten Monaten demonstriert haben, uns ins Bewusstsein gerufen haben, Danke sagen. Danke sagen dafür, dass auch eine junge Generation sich mit ihren Ideen einbringt und uns klar macht, es geht jetzt nicht nur um ein Modethema, es geht um Bewahrung der Schöpfung und die Zukunft der nächsten Generation. Insofern ist der Impuls unverzichtbar. Trotzdem wird der ein oder andere sagen, braucht es das wirklich? Ist das nicht zu viel? Ist das viele Geld nicht übertrieben? Andere werden sagen, es ist zu wenig. Ich glaube, wahrscheinlich ist genau der Weg, den wir in der Mitte wählen, der eigentliche Pfad der Vernunft. Wir versuchen tatsächlich, die goldene Mitte zu finden, um einen strategischen Marshallplan für Klimaschutz in Deutschland auf den Weg zu bringen. Und zwar einen, der nicht nur für einige Klimaschutz macht. Klimaschutz nicht gegen die Bürger, sondern für und mit den Bürgern zu organisieren. Wenn am Ende Klimaschutz sich nur darstellt für einige wenige, die es verstehen oder annehmen, und viele andere am Wegrand stehen gelassen werden, dann wird das spalten und wird zum Gegenstand vieler, vieler Wahlkämpfe werden, die hin und her gehen. Wenn wir aber Klimaschutzziele ernsthaft erfüllen wollen, dann müssen wir einen breiten Konsens in der Bevölkerung finden. Ich glaube, dass das Konzept, das wir jetzt auf den Weg bringen, genau diesen integrativen Ansatz macht. Keinen Umerziehenden, sondern einen Mitnehmenden. Keinen Verbietenden, sondern einen mit Anreiz verbindlichen, der allen eine Perspektive bietet, für sich selber Klimaschutz zu organisieren. Es wurde gerade schon angesprochen, CO2-Bepreisung ist wichtig. Sie ist aber nicht der alleinige heilige Gral beim Thema CO2-Reduktion. Das, was wir als Konzept, als strategische Idee auf den Weg bringen, glaube ich, wird helfen. Dass man beispielsweise nicht Automobil verbietet, sondern einerseits mit einem neuen Technologiesprung, mit vielen, vielen Elektroautos, mit Wasserstoff beispielsweise als Idee, eine Perspektive setzt, in Deutschland CO2-freier zu fahren, aber auch international eine Duftmarke zu setzen. Den Pendlern eine Perspektive zu geben, dass die ländlichen Räume dabei sind und Klimaschutz nicht nur ein Projekt der Stadt ist. Was vorhin angesprochen wurde, von einigen auch die soziale Dimension ist wichtig. Der Einzelne kann sich alle Formen leisten von ökologisch neuen Produkten, kann als Role Model für ökologisches Leben auftreten. Viele andere haben echt Probleme, damit zu kommen. Haben erst einmal die Situation, dass sie vielleicht gar keine anderen Heizsysteme in der Region haben oder können sich das auch nicht leisten. Auch viele ältere Menschen, die allein sind. Eine solche Idee bei einer Heizung, 40% zu fördern, wird ein riesiger Impuls für die Reduktion von CO2 sein. Wahrscheinlich größer als jede Form von Verbot. Und deswegen glaube ich, sind solche Dinge ganz, ganz entscheidend, das voranzubringen. Dass uns das jetzt insgesamt gelungen ist, und deswegen hat es auch etwas gedauert, darüber nachzudenken, was der richtige Weg ist, auch die abzugleichen, die Maßnahmen, dass das auch gelungen ist, dass wir ökologische Ziele, die nachhaltig verpflichtet sind, nicht beim Thema Finanzen die Nachhaltigkeit aufgeben, ist ein besonderes Kunststück. Und da, finde ich, hat die Große Koalition jetzt in diesen letzten 24 Stunden, fand ich, echt Beachtliches geleistet. Auch da meinen Respekt an alle Partner dabei. Das war übrigens, es hat nicht nur so lange gedauert, weil man sich nicht immer einig war, sondern man hat ziemlich intensiv diskutiert, auch bei den Maßnahmen. Was hält denn? Was wirkt denn? Was ist ein Strohfeuer? Und was macht einen Sinn, über die Jahre hinaus auch viel Steuergeld auszugeben? Ich glaube, dass das insgesamt
sehr, sehr gut gelungen ist. Deswegen auch mein persönlicher Dank an alle. Ich glaube, wir setzen damit ein kluges Signal, ein Signal in die richtige Richtung. Ich glaube auch, dass für so ein großes Land wie Deutschland international ist. Was ich höre aus vielen anderen Ländern, die haben andere Voraussetzungen, die haben andere Energieformen. Ich glaube, wir setzen damit nicht nur ein Signal im eigenen Land, sondern ein Stück weit auch ein internationales Signal, wie man soziale Dimension mit innovativen und nachhaltigen Ideen miteinander verbinden kann. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Jetzt kommt es darauf an, es umzusetzen, und das werden wir tun, auch für regenerative Energieformen. Und da sage ich auch nochmal als CSU-Vorsitzender ein Dankeschön. Einer der schwierigsten Punkte am Schluss war, bei regenerativen Energien das Thema Wind gut zusammenzubringen. Da gab es leidenschaftliche Befürworter. Da gibt es auch etwas zurückhaltendere Skeptiker. Ich sage nochmal als CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern Dankeschön, dass zu einem endlos langen und wichtigen Kapitel über Wind ein wichtiger Satz steht, der alles zusammenfasst. In Bayern bleiben unsere Regeln bestehen. Also nochmal vielen Dank dafür. Wir machen das weiter so wie bisher. Dankeschön. Ja, wir sind uns letzten 24 Stunden in vielen Sachen einig gewesen, aber ich glaube, Schlaf wird nicht überschätzt, sondern das wird eher unterschätzt. Also ich denke mal, wir sind alle irgendwie so ein bisschen müde, aber wir sind auch sehr froh, weil wir wieder mal, sage ich, gezeigt haben als Große Koalition, dass wir leistungsfähig sind und dass wir also wichtige Projekte auch zum Abschluss bringen. Das war vor der Sommerpause die Migrationsgesetze, das waren die Grundgesetzänderungen im Bereich Digitalisierung und viele, viele andere Sachen. Das dauert manchmal ein bisschen länger, aber es kommt eigentlich immer ein gutes Ergebnis raus. Wir haben heute einen ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht. Es wird nicht der letzte Schritt sein, es werden weitere Schritte folgen müssen. Aber ich glaube, das, was wir heute beschlossen haben, insbesondere das Bepreisungssystem, das wird uns weit in die nächsten Jahrzehnte hineintragen. Und das wird hoffentlich, weil wir es gut gemacht haben, auch unsere Nachfolgerinnen und Nachfolgern noch dabei helfen, besser im Bereich Klimaschutz unterwegs zu sein. Wir als Parlament werden das eng begleiten, ich sage auch enger begleiten, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Da helfen uns die Monitoring-Regeln, die vereinbart worden sind. Und ich kann Ihnen versprechen, die werden nicht nur in der Bundesregierung ernst genommen, im Klimakabinett, sondern wir werden uns auch als Deutscher Bundestag wesentlich regelmäßiger und vor allen Dingen auch viel, viel intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Und ich denke mal, dass das auch ein gutes Ergebnis ist dessen, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Es hat auch irgendwie gezeigt, wir haben schon gesagt, ein bisschen Asche auch auf unser Haupt, obwohl ja auch einiges getan worden ist. Aber es hat gezeigt, dass die Demokratie, dass die Gesellschaft in diesem Land durchaus funktioniert. Das haben wir auch heute gesehen, als wir hingekommen sind auf den Straßen von Berlin, nicht nur auf den Straßen von Berlin. Und das ist uns Antrieb, aber auch Ermutigung, weiterzumachen und das, was wir heute mit einem weiteren Schritt begonnen haben, dann auch entsprechend fortzuführen. Uns ist eins wichtig, wir haben viel über Bepreisung gesprochen, wir haben viel über Anreizprogramme gesprochen, wir haben auch ein bisschen über Ordnungsrecht gesprochen, aber wir wollen auch sehr viel über Technologie, über Innovation und Zukunft sprechen, weil wir glauben, dass dieses Thema Klima durchaus ein Gewinnerthema für uns sein kann, ein Gewinnerthema deswegen für uns sein kann, weil wir ja doch vor der ein oder anderen wirtschaftspolitischen Herausforderung stehen. Und ich denke mal, wenn wir gute Produkte im Bereich Klima entwickeln, wenn wir innovativ unterwegs sind, dann kann uns das also auch auf den Märkten dieser Welt weiterbringen. Das ist unser Anspruch und daran werden wir in den nächsten Wochen und Monaten arbeiten. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für das Interesse. Und ich möchte auch betonen, dass in den letzten Stunden wichtige Verabredungen getroffen worden sind durch den Koalitionsausschuss, aber eben auch durch die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Kabinetts. Ich wollte mich dafür auch ganz herzlich bedanken. Wichtige Verabredungen sind gut, Verlässlichkeit dann aber in der Arbeit ist entscheidend. Und für die Sozialdemokratische Bundestagsfraktion möchte ich noch mal betonen, dass die Arbeit eigentlich jetzt richtig im Parlament beginnt. Wir werden Gesetze beschließen und wir legen großen Wert als SPD-Bundestagsfraktion darauf, dass wir bereits die ersten Lesungen im November durchführen können. Wichtige Entscheidungen stehen an, der Kohleausstieg, aber auch das Strukturstärkungsgesetz. Alles das sind Dinge, die das Parlament beschäftigen wird. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass wir dann am Ende auch gute Entscheidungen treffen. In der Tat, was wir verabredet haben, sind auf der einen Seite Förderungen,
große Investitionen, auf der anderen Seite aber auch ordnungsrechtliche Maßnahmen. Und insbesondere lag uns daran, die Menschen, die eben nicht das Privileg haben, auf alles das zurückgreifen zu können, was möglicherweise eine moderne Gesellschaft auch beim Klimaschutz bereithält, dass sie darauf zurückgreifen können. Deswegen war auch die Frage von sozialer Gerechtigkeit eine wichtige Triebfeder für die Diskussion, die wir in den letzten Stunden geführt haben. Aber ich will auch noch ein zweites betonen. Ich glaube, dass wir auch gerade den jungen Menschen ein Angebot machen, nicht nur im Hinblick auf den Klimaschutz, sondern auch auf eine Arbeit der Zukunft, die es schafft, genau eben auch die Arbeit, die Arbeitsplätze zu identifizieren, wo junge Menschen letztlich auch ihr Auskommen schaffen können, wo aber auf der anderen Seite auch Deutschland möglicherweise Vorbild für andere Gesellschaften sein kann. Auf der einen Seite eben Lebenswelt, auf der anderen Seite gute und dann auch gut bezahlte Arbeitsplätze, die es eben schafft, eine Zukunft abzubilden. Wir haben Ziele festgeschrieben im nationalen Rahmen, aber ich will sehr deutlich betonen, ohne eine Zusammenarbeit mit europäischen Ländern, aber insbesondere auch die Herausforderungen, dass sich Deutschland bei den Vereinten Nationen bekennt zu den Klimaschutzzielen, ist uns wichtig und wir würden das gerne auch als Parlament begleiten. Ich kann nur sagen, wir möchten alle Menschen in Deutschland, aber auch darüber hinaus einladen, uns zu unterstützen, uns zu begleiten, durchaus auch zu kritisieren und es besser zu machen, aber insbesondere uns gegenseitig auch Mut zu machen für eine Aufgabe, die nicht innerhalb von wenigen Tagen, nicht von einem Jahr, sondern eine Aufgabe von Jahrzehnten sein wird. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, diese Koalition setzt heute ein lautes und hörbares Signal für mehr Klimaschutz. Diese Koalition hat den Lackmustest, der in den letzten Wochen ja immer wieder mal im Zusammenhang mit dem Klimapaket formuliert worden ist, bestanden. Und es war richtig, es waren harte Stunden heute Nacht, aber es waren vor allem Stunden, die von einem gemeinsamen Interesse am Gelingen geprägt waren. Wir waren verliebt ins Gelingen bei diesem Thema und deswegen war es auch möglich, dass man ein wirksames, ein intelligentes und sozial ausgewogenes Klimapaket geschnürt hat. Wir haben die richtige Balance gefunden zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Investitionen und Anreizen. Wir haben ein klares Signal gesetzt, dass wir die Bahn stärken, nicht nur damit, dass wir die Mehrwertsteuer absenken, sondern auch, dass wir ein 11 Milliarden Euro Investitionsprogramm zusätzlich für die Bahn in den nächsten Jahren auflegen werden und uns auf den Weg machen, Planungsbeschleunigungen zu organisieren, sodass schneller als bisher Elektrifizierung und neue Strecken realisiert werden können. Gleichzeitig forcieren wir alle unsere Bemühungen, was die Elektromobilität anbelangt, mit 1 Million neuer Ladepunkte, die wir aufbauen wollen und mit neuer Förderung von E-Fahrzeugen. Das in einem Gesamtpaket zusammengebracht im Bereich Mobilität, im Bereich Wohnen, Investitionen und Anreize. Das ist das, was wir in der Vergangenheit auch formuliert haben, was uns gelingen muss, nämlich ein Klimapaket zusammenzubringen, auch mit einem Konjunkturpaket, um ein echtes Zukunftspaket zu schnüren. Ich kann sagen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, in der Tat auch hervorragend umgesetzt und gelungen ist. Und dafür kann man sich bei allen nur bedanken. So, wir kommen zu Ihren Fragen. Vorher nur der ganz kurze Hinweis, dieses besprochene, die Eckpunkte zum Klimaschutzprogramm 2030 finden Sie online auf bundesregierung.de und bei Bedarf gibt es dann auch beim Ausgang nachher eine Druckversion. Als erster war Herr Kreuzfeld von der Taz. Die anderen lassen mal kurz die Hände hoch, dann kann ich ja. Frau Merkel, hier links. Sie haben gesagt, Sie haben Greta Thunberg eben zitiert mit der Aussage Unite Behind the Science. Die Wissenschaft hat ja nun beim CO2-Preis eine sehr andere Größenordnung gefordert. So ein Einstieg von 50 Euro und ein Anstieg bis 2030 auf 130 Euro hat Ihr Berater Herr Edenhofer gestern nochmal gefordert.
Da sind Sie ja nun Größenordnungen von weg, wenn Sie in 3 Jahren mit 10 Euro einsteigen wollen und bis 2025 gerade mal auf 35 kommen wollen. Da wüsste ich gerne, wie passt das zur wissenschaftlichen Forderung, was Sie da machen? Warum sind Sie da so wenig ambitioniert? Und von der SPD wüsste ich gern, Sie wollten doch immer einen sehr schnellen Einstieg in den CO2-Preis und haben deswegen gesagt, Emissionshandel dauert zu lange. Warum jetzt doch mit so langem Vorlauf und warum so niedrig? Also wir fangen in der Tat recht niedrig an, um auch Menschen mitzunehmen. Wir kommen dann aber doch nach einiger Zeit schon auf den Zertifikatepreis, den wir aus dem Emissionshandel im Industriebereich kennen. Und wir kommen dann nach der Mitte dieses Jahres, des nächsten Jahrzehnts auch zu einem Preis, von dem man dann schon sagen kann, dass der Höchstpreis relevant ist und vielleicht sich dazwischen ein Marktpreis einstellen könnte. Wir wollten gerne, dass wir noch ein Stück vorwärts kommen, auch in der Ausgangssituation. Das heißt also, dass wir schon einige unserer Förderprogramme wirken lassen, bevor wir dann mit der Bepreisung völlig einsteigen. Das ist der klassische Unterschied, würde ich mal sagen, zwischen Wissenschaft, wo man sehr gut nachweisen kann, dass man hätte höher einsteigen sollen, und der Frage, wie nehme ich Menschen mit und wie kann ich auch noch den technologischen Wandel ein Stück weit mehr nach vorne bringen. Und insofern ist das ein Kompromiss, das brauchen wir gar nicht drum herum zu reden, aber ich glaube, einer, der trotzdem seine Langzeitwirkung entfalten wird, denn für uns ist ganz klar, dass wir vor Ende des nächsten Jahrzehnts dann den Preis so sich entwickeln lassen wird, wie er wirklich ist. Und das wird dann natürlich zu dem vollständig funktionierenden Zertifikatesystem passen. Und wir werden sozusagen über den Festpreis die Mechanismen eines Zertifikatesystems auch schon einführen. Ich glaube, wir haben ja auch schon Erfahrungen aus dem ETS-Bereich, aber wir haben jetzt viele Jahre erstmal einen Festpreis und das ist auch Tatsache eines Kompromisses. Also während der Preis nur alleine und nicht noch sozusagen Anreizmaßnahmen und andere Dinge, dann könnte man sagen, dass das nicht ausreicht. Wir glauben, dass die Summe von beiden doch in die richtige Richtung weist. Und wir werden es ja dann Anfang des nächsten Jahrzehnts sehen. Wir müssen Jahr für Jahr Budgets abrechnen. Also wir haben bestimmte Budgets zur Verfügung und werden sehr kurz nach dem Ende des jeweiligen Jahres wissen, wo wir stehen. Das, was wir hier vorgelegt haben, ist ja ein Dreiklang zwischen verschiedenen Handlungsebenen. Das eine ist Förderung, die wir sehr massiv aufgebaut haben, die sehr intensiv dort hilft, wo Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen Entscheidungen treffen müssen für die Zukunft. Mehr Elektromobilität, mehr Schienenverkehr, mehr die Möglichkeit, mit weniger CO2-Ausstoß zu heizen und so weiter und so fort. Das Zweite ist, dass wir gesetzliche Regeln aufgeschrieben haben. Die sind auch notwendig, dass man weiß, woran man ist und dass man sich irgendwann daran halten muss. Und das Dritte ist, dass wir auf verschiedene Weise auch über die Art und Weise, wie wir CO2 bepreisen, Einfluss nehmen auf das, was da geschieht. Und da finde ich, muss man erst mal sagen, haben wir uns ja gar nicht nur auf ein einziges Instrument beschränkt. Ich habe das eben gesagt, es gibt Veränderungen bei der Kfz-Steuer für neu gekaufte Fahrzeuge. Ein höherer CO2-Preis wird sich auch bei der Steuer niederschlagen. Es gibt eine Veränderung bei der Ticketsteuer für Flugreisen. Wir haben sie schon, übrigens eine sehr ambitionierte im europäischen Vergleich. Und wir werden dort noch mal eine Schippe drauflegen, um dann gleichzeitig Verkehr an anderer Stelle zu verbilligen, auch ein Preissignal, insbesondere was den Bahnverkehr betrifft. Wir werden höhere Preise haben bei dem Lkw-Verkehr auf Bundesstraßen und Bundesautobahnen, indem wir dort eine CO2-Komponente massiv zum Wirken bringen. Auch das wird ein Preissignal sein, das an dieser Stelle wirkt. Und dann kommt neben dem klassischen ETS-Handelssystem, das wir für die Industrie schon haben und das dort ganz gut funktioniert, dann noch eine Bepreisung hinzu, die wir durchführen, indem wir jetzt jeweils Jahr für Jahr diejenigen, die Heiz- und Kraftstoff in den Verkehr bringen, dazu auffordern, uns Zertifikate abzukaufen. Und da fanden wir wichtig, entsprechend unseres Konzeptes, dass wir schnell einsteigen. Es findet also ab 2021 statt. Ich glaube, das hatten Sie eben ein bisschen anders in Ihrer Frage verstanden. Und wir gehen dann auch Stück für Stück, Jahr für Jahr höher, um dann auf eine Dimension zu kommen, die diesen Einfluss hat. Warum ist das Gesamtszenario sinnvoll und richtig? Wir wollen, dass jemand, der heute ein Auto besitzt, sich beim nächsten Auto kauft, das dazu beiträgt, dass weniger CO2 verbraucht wird. Wir wollen, dass man häufiger sich entscheidet, von den Möglichkeiten des Schienenverkehrs Gebrauch zu machen, zum Beispiel.
und des öffentlichen Nahverkehrs. Deshalb müssen wir zum Beispiel sicherstellen, dass man das alles weiß, dass es Stück für Stück teurer wird, dass die Regeln sich verändern, wie sie das zum Beispiel durch die europäischen Gesetzgebung tun, und dass man besser beim nächsten Entscheidung das tut. Aber wir sind nicht so fehlorientiert, dass wir glauben, dass jeder sich am nächsten Tag ein neues Auto leisten kann. Das ist nicht die Realität in unserem Land. Und darum ist es wichtig, ein langfristiges, in die Perspektive gehendes, klares, unmissverständliches Signal auch im Hinblick auf den Preis zu setzen. Das haben wir mit der Treppe, die da jetzt entsprechend unserer Vorstellung sich auch wiederfindet, getan. Und glaube, das ist richtig. Und das Gleiche gilt zum Beispiel für Heizsysteme. Da muss auch jeder wissen, dass bestimmte Heizmethoden nicht mehr eine Zukunft haben. Das haben wir gesetzlich geregelt. Und gleichzeitig verbinden wir das mit einer massiven Förderung, dass man das ändert. Auch da wirkt das Preissignal, das völlig klar ist, wenn man in die Zukunft schaut. Und deshalb ist das, glaube ich, ein klug abgewogener Weg. Ich bin auch ziemlich sicher, dass er seine Effekte haben wird. Und wir können darauf, glaube ich, wir werden sehen, dass das wirkt, genauso wie wir uns das vorstellen. Herr Gartmann vom Spiegel ganz da hinten. Vielen Dank. Meine Frage richtet sich zum Finanzvolumen der geplanten Ausgaben. Das habe ich jetzt entweder noch nicht ganz verstanden oder es ist einfach noch nicht gesagt worden. Ich wüsste ganz gerne, wahrscheinlich dann von Herrn Scholz als Finanzminister, was Sie denn allein in den nächsten 4 Jahren für Ausgaben veranschlagen und wie Sie es dann tatsächlich finanzieren wollen. Und vielleicht von den Vertretern der Unionsparteien, das habe ich jetzt jedenfalls auch noch nicht gehört, ob denn das Bekenntnis zur schwarzen Null weiter besteht, beziehungsweise ob Sie davon ausgehen, dass das zu machen ist, indem Sie weiter an der schwarzen Null festhalten. Wir kalkulieren jetzt mit einem Finanzvolumen von über 54 Milliarden allein für die Jahre bis einschließlich 2023. Das ist eine Menge Geld und das können wir natürlich nur deshalb aufwenden, weil wir, anders als das der eine oder andere vielleicht eben vermutet hat, doch eine ganze Menge zusätzliche Einnahmemöglichkeiten haben. Ich habe die eben alle aufgezählt, aber die alle zusammen machen dann doch eine ganze Menge aus. Das europäische Emissionshandelssystem, das wir schon haben, und die neuen Einnahmen aus der neuen Kfz-Steuer, aus der neuen Ticketsteuer, aus der neu bemessenen Lkw-Maut und aus der CO2-Bepreisung, die Stück für Stück steigt. Das alles zusammen ergibt dann die Möglichkeit, dieses Finanzvolumen auch zu stemmen. Also, wir stehen zur schwarzen Null, wenn Sie das so wollen. Ich finde den Begriff nicht so toll. Also wir wollen einen ausgeglichenen Haushalt. Das hat ja auch etwas zu tun, wenn sich nicht ganz unerwartete Ereignisse, was wir alle nicht hoffen, einstellen, damit, dass wir Nachhaltigkeit zeigen wollen. Das ist ja auch eine Art von Generationengerechtigkeit. Und so war es uns wichtig, da die Balance hinzubekommen. Das ist nicht ganz einfach. Wir setzen jetzt einen sehr großen neuen Schwerpunkt, aber das ist einhellige Meinung im Übrigen nicht nur, glaube ich, der Union, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern auch der Koalition. Frau Müller, Hessischer Rundfunk, da im roten Pullover. Dankeschön. Frau Bundeskanzlerin, Sie und andere auf dem Podium haben sehr betont diesen Monitoring-Prozess, der jetzt kommen soll und warum das sozusagen das Besondere und das Entscheidende sein soll. Nun war es ja bei den Zielen 2020 so, dass Ihnen auch Experten schon lange gesagt haben, dass Sie die nicht erreichen werden. Das wussten Sie ja nicht erst seit heute. Damals haben Sie aber den Experten nicht zugehört. Warum, sagen Sie das bitte noch mal ganz klar, soll sich das jetzt ändern, nur weil das von Ihnen selbst ausgesuchte Experten sind, die Ihnen dann in den nächsten Jahren sagen werden, ob Sie auf dem richtigen Pfad sind oder nicht? Und vielleicht noch mal eine Frage an alle. Es ist jetzt schon viel gescherzt worden über die Frage, wie wichtig Schlaf ist. Ich gehe mal von mir selber aus, ich treffe nicht meine besten Entscheidungen, wenn ich völlig übermüdet bin. Und ich würde mal sagen, ich sehe mindestens 1 bis 2 Leute auf dem Podium, bei denen ich das Gefühl habe, dass die kaum noch die Augen offen halten können. Ist das wirklich die beste Art, Politik zu machen, gerade bei so einem wichtigen Thema, wenn man sich irgendwann nach 19 Stunden Verhandlungen einigt? Also, wenn wir nichts vorgearbeitet hätten, uns in der Materie nicht auskennen würden und dann anfangen würden, darauf zu setzen, dass man ohne Schlaf besonders gut vorankommt, dann wäre das in der Tat ganz falsch. Da wir uns aber ungefähr jetzt seit Wochen, kann ich für mich sagen, immer und immer wieder in verschiedensten Kreisen getroffen haben, die Dinge durchgesprochen haben, kommt dann in der Politik, so erlebe ich es jedenfalls, ob das Brüssel ist, ob das Berlin ist, ein Punkt, da muss man auch über die Hürden hinweg, die man
an 10 Abenden vorher nicht überwunden hat, weil man immer wieder gute Argumente gefunden hat. Wir haben uns so oft getroffen, haben uns bestimmte Dinge immer wieder erläutert. Wir haben uns sozusagen wirklich in unserem Denken sehr, sehr gut verstanden. Aber dann kommt der Tag der Entscheidung. Und das ist auch etwas, was Politik so anders macht. Man kann zum Schluss nicht sozusagen seinen eigenen Kopf vollkommen durchsetzen, sondern man muss einen Kompromiss finden. Und ein Kompromiss ist etwas sehr Gutes, wenn die Vorteile, die Nachteile überwiegen. Und ich glaube, das ist hier der Fall. Und deshalb sage ich mal, ich möchte Schlaf nicht missen und werde auch den wieder nachholen. Und wenn ich nicht sehr gewähr gewesen werde, worüber ich entscheide und wo vielleicht auch Kompromisslinien liegen könnten, dann sollte man sowas nicht tun. Aber in der Vorbereitungsphase, die wir vorgeschaltet hatten, konnten wir es tun, mussten wir es auch tun, sonst wären wir heute nicht fertig geworden. Das wäre auch nicht so toll. So war jedenfalls unsere Einschätzung. Dann zu dem Thema Monitoringprozess. Ja, es ist richtig, uns haben einige Experten das so gesagt. Wir haben auch Abschätzungen gehabt, die haben wieder anders ausgesehen. Aber wir haben nicht ein Klimakabinett gehabt, das sich jedes Jahr vornimmt, sich dann hinzusetzen. Wir haben die Sektorziele überhaupt erst in der letzten Legislaturperiode uns vorgenommen. Und wir haben noch nie ein so konsistentes Maßnahmenbündel plus das Signal der Bepreisung gehabt. Ich meine, man kann jetzt sagen, sie steigen aber gering ein. Aber ich darf vielleicht auch mal für die Unionsseite, wenn ich das mal sage, ich verfolge die Diskussion ja nun auch seit vielen Jahren, dass wir ganz bewusst jetzt in den Weg der Bepreisung gehen. Das ist für uns schon auch ein Paradigmenwechsel. Und jetzt kann man sagen, geht zu langsam und müsste schneller sein, aber es ist etwas, wo wir auf der einen Art uns wieder an die Marktwirtschaft zurückerinnern, dass Preissignale wichtige Signale sind, wo wir aber auch über viele Jahre anders gehandelt haben. Und deshalb glaube ich, dass wir aus diesen Erfahrungen gelernt haben und dass man sehr schnell auch mitbekommen wird, dass das dann, ob es aufgeht oder nicht. Und dann kommt noch etwas hinzu. Wir haben ja selber einer europäischen Regelung zugestimmt, die sagt, wenn wir im Jahre 2021 unser Budget überschreiten, dann wird das sehr schnell offensichtlich werden und dann müssen wir gucken, wo wir bei anderen europäischen Ländern Zertifikate zukaufen, weil wir nur ein Budget haben. Das heißt, wir haben nicht nur ein 2030-Ziel, sondern wir haben jedes Jahr ein Ziel, was wir einhalten müssen. Wir können ein bisschen nach vorne und nach hinten schichten, aber nicht so viel. Und deshalb stellt sich hier die Frage auch völlig anders, weil das dann Geld kostet, weil der Finanzminister dafür Vorsorge treffen muss und weil das natürlich eine sehr kontroverse Diskussion werden wird in Deutschland, wenn wir 1 oder 2 Milliarden dafür ausgeben müssen, dass wir unsere Ziele nicht erfüllt haben. Die möchte ich erleben. Dann stecken wir die lieber in die Senkung der Mehrwertsteuer bei der Bahn. Herr Rinke, Reuters. Frau Dreyer wollte noch was. Oh, Entschuldigung. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass Transparenz und Erfolgskontrolle wirklich einen großen Unterschied machen. Die Bundeskanzlerin hat es ja eben gesagt, dass es zum ersten Mal ist, dass die Sektorziele überhaupt benannt worden sind und dass man sie sich ganz konkret vorgenommen hat. Und das ist alles transparent. Und wenn die Fraktionschefs hier gesagt haben, dass auch das Parlament sich daran orientieren wird, und dann weiß man einfach, der Prozess ist sehr viel systematischer aufgestellt. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass diese Kontrolle und die Transparenz, auch die Verpflichtung, die die Kabinettsmitglieder übernommen haben, dazu führen wird, dass man wirklich sehr klar diese Ziele dann auch erreichen wird. Dann jetzt. Ja, jetzt. Eine Frage hier. Eine Frage an die 3 SPD-Vertreter. Im Vorfeld ist das Klimaschutzpaket ja so hochstilisiert worden, dass darüber die Entscheidung fallen soll, ob die SPD, ob es ambitioniert genug ist, dass die SPD in der Großen Koalition bleiben kann. Würden Sie nach dem heutigen Tag sagen, Sie geben die Empfehlung ab, ja, die SPD sollte in der Großen Koalition bleiben, um diese Beschlüsse umzusetzen? Und Herr Scholz, eine kurze Nachfrage zu den Finanzen. Gibt es ein Finanzierungsproblem am Anfang, im ersten Jahr, weil die Förderprogramme ja wahrscheinlich sehr schnell anlaufen, aber bestimmte Einnahmen erst später in die Kassen kommen? Also ich finde es schon immer falsch, als kommissarische Parteivorsitzende jede Frage hoch zu stilisieren zu einer Entscheidungsfrage über die Große Koalition. Aber ich kann schon sagen, natürlich ist das Klimaschutzgesetz für uns alle wirklich ganz besonders bedeutsam gewesen, ohne Frage. Und ich kann heute nur sagen, dass die Koalition sehr gut zusammengearbeitet hat. Auch wenn wir lange getagt haben, hat es auch nicht geheißen, gab es ja etliche Spekulationen, dass wir ständig im Clinch lagen, ganz im Gegenteil. Sondern wir haben uns wirklich wie vernünftige Menschen über die Ziele auseinandergesetzt und die Maßnahmen miteinander dann entschieden.
Und ich denke schon, dass die Partei sich ein Bild davon machen kann, dass wir da einiges geschafft haben. Insofern, ich bleibe dabei. Wir haben in der Partei einen sehr guten Prozess aufgelegt, wie wir die Halbzeitbilanz bewerten werden. Und das Klimaschutzgesetz ist ein Element davon. Zunächst mal aus meiner Sicht glaube ich, dass das schon eine zentrale Frage für die deutsche Politik ist, ob wir die Aufgabe stemmen, die da vor uns liegt. Wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht bewerkstelligen, dann verlieren wir auch die Legitimation für unsere Aufgaben. Und insofern, glaube ich, ist das zentral, dass wir hier richtig vorankommen. Wenn man das genau anschaut, was hier vorgelegt ist, ist es in seiner Entschiedenheit, in seiner Klarheit, in den gesetzlichen Regeln, in den Instrumenten, die wir haben, etwa zur Bepreisung auf verschiedenen Feldern und in der Frage der Förderung, viel größer dimensioniert und viel weiter ambitioniert, als viele noch in den letzten Tagen gedacht haben. Alleine das Volumen bis 2023 ist oberhalb aller Spekulationen im Hinblick auf das, was wir hier finanziell bewegen werden. Und wenn man das mal hochrechnet auf das ganze nächste Jahrzehnt, dann kommt man auf eine Dimension, die auch oberhalb aller Forderungen liegt, die in den letzten Tagen und Wochen erhoben worden sind. Insofern, glaube ich, haben wir die Herausforderung angenommen, die unser Land jetzt zu erfüllen hat. Und die Regierung will da ihren Teil zu leisten. Das war notwendig und das ist richtig. Sie sehen aus dem, was ich geschildert habe, dass wir schon glauben, dass wir die Finanzierung auch in der Strecke hinbekommen und auch gleich am Anfang. Da war für uns aber ganz wichtig, dass wir die einzelnen Programme, die wir jetzt zur Förderung vorsehen und die Maßnahmen, die wir machen, genau darauf anschauen, ob sie auch wirken. Wir haben ja doch zu berichten, dass wir aus der Vergangenheit wahrscheinlich am Ende dieses Jahres eine Rücklage von 6 Milliarden Euro mitschleppen. Das heißt ja, dass die Programme der Vergangenheit nicht so zielgenau waren. Das soll jetzt anders werden, aber wir können aus diesem Puffer gewissermaßen den Staat finanzieren und kriegen das Übrige dann aus den schnell einsetzenden Einnahmen auch hin. Herr Rinke, Stilfragen sind in meiner Partei nicht die entscheidenden Punkte, sondern insbesondere die Frage nach Inhalten. Und deswegen habe ich auch noch mal betont, dass wir im November gerade auch im Parlament über diese Inhalte diskutieren werden. Wir werden das genau uns anschauen, was an Gesetzentwürfen vorliegt. Wir werden auch nachschärfen unter Umständen. Aber ich glaube, wir werden dann auch uns damit dem Parteitag stellen. Und auf dem Parteitag werden auch Diskussionen genau über diese Fragen geführt werden. Und wenn ich das mal so sagen darf, in der Tat, das, was wir jetzt in den letzten Stunden besprochen haben, sind die Zukunftsfragen für dieses Land. Und wenn Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten an diesen Inhalten mitwirken, dann wollen wir eben auch eine so gute Arbeit machen, wie es möglich ist. Und dann müssen das andere bewerten. Der Herr im blauen Pullover direkt am Gang da. Frau Bundeskanzlerin, im Papier steht jetzt, dass Deutschland wie andere Staaten EU-Treibhausgasneutralität 2050 unterstützt. Wissenschaftler sagen, das könnte für Deutschland bedeuten, dass es schon viel früher der Fall sein müsste. Warum steht nicht drin, Deutschland bekennt sich zu Klimaschutzneutralität 2050? Und zweitens, hinter Ihnen steht jetzt Klimaschutzprogramm, Klimaschutzgesetz von Frau Schulze vorgelegt. Ist das, Frau Dreyer hat es angekündigt oder angedeutet, ist das immer noch ein Teil dieses Programms? Wird Deutschland wie Großbritannien beispielsweise ein großes Rahmengesetz Klimaschutz bekommen? Und ganz kleine dritte Frage, gibt es unterstützt die Bundesregierung einen Mindestpreis im ETS? Dafür, dass Sie drei Fragen gestellt haben, sagen Sie mir auch, für welche Zeitung Sie arbeiten? Entschuldigung, für den Clean Energy Wire online. Gut. Wir haben in unserem Papier auch verankert, dass wir einen Mindestpreis im ETS-System unterstützen. Zweitens wollten Sie wissen, sagen Sie mir nochmal. Klimaschutzgesetz. Ach, Klimaschutzgesetz, ja. Wir haben natürlich eine Vielzahl von Gesetzen jetzt zu verändern, aber eines, also das Ganze ist das Klimaschutzpaket und das, oder die Klimaschutzmaßnahmen, aber ein Gesetz davon ist das Klimaschutzgesetz und das bildet den Rahmen ab über die Art der Kooperation, über die Einrichtung eines Kabinettausschusses, über den externen Sachverständigenrat, über die Tatsache, dass das BMU die
Emissionsdaten erhebt, über die Frage der Budgets, die wir einhalten müssen, über die Sektordinge, über die Frage, wie der Entscheidungsmechanismus stattfindet. Also all das ist Teil, aber eben dann daneben noch viele andere gesetzliche Änderungen. Und dann war noch eine Frage. Klimaschutzneutralität 2050. Ja, das haben wir doch geschrieben. Also wir bekennen uns zur Klimaschutzneutralität Deutschlands 2050. Und vielleicht darf ich auch... Wie bitte? Im Papier steht nur, Sie unterstützen das EU-Ziel Klimaschutzneutralität. Naja, also wir haben uns, ich habe mich persönlich verpflichtet im Europäischen Rat, dass Deutschland einer der Mitgliedstaaten sein möchte, der klimaschutzneutral im Jahre 2050 ist. Und wir werden das jetzt auch auf der UN-Vollversammlung in New York noch einmal bekräftigen durch verschiedene Unterzeichnungszeremonien, wo sich andere Staaten, die sich im selben Ziel verpflichtet fühlen, auch dabei sind. Vielleicht kann ich zwei kurze Ergänzungen machen. Ja, wir finden es richtig, einen Mindestpreis im europäischen Emissionshandel zu organisieren und miteinander zu vereinbaren und werden auch in den europäischen Gremien dafür werben. Damit haben wir übrigens auch schon angefangen, weil sich abgezeichnet hat, dass die Koalition darauf verständigen wird. Wir sind übrigens auch der Meinung, dass in der Perspektive ein europäischer Emissionshandel etabliert werden sollte, der sich auch auf die Fragen, auf die Sektoren bezieht, die nicht in dem Emissionshandelssystem bisher einbezogen sind. Also eine sehr europäische Perspektive. Und die zweite Frage ist die mit dem Klimaschutzgesetz. Das war uns ganz wichtig, dass wir das hinbekommen mit all den Monitoring-Verbindlichkeiten, die dazu gehören, für die einzelnen Sektoren, mit der Klärung des Prozesses, wie dann die Verantwortlichen sagen, was sie tun wollen, wenn die Ziele nicht erreicht werden, mit der Etablierung des Klimakabinetts als Dauerinstitution, die dann damit beschäftigt ist, diese Frage auch jeweils institutionell zu verhandeln und zu lösen. Da ist jetzt viel mehr Verbindlichkeit in der Sache, als das bisher der Fall war. Eine Verbindlichkeit, die aus unserer Sicht auch dringend notwendig ist. Kleine Bitte, vielleicht geht es auch mit einer Frage pro Journalist. Frau van Ackeren, Fokus, da in der Mitte der Reihe. Was den Anteil der Erneuerbaren angeht, diesen Wert von 65%, da war ja bisher immer eine große Schwachstelle die Windenergie. Jetzt haben wir gelernt, dass Bayern Bayern bleibt. Wie wird die Frage denn ansonsten so gelöst, dass man da mehr vorankommt? Naja, möchtest du erst was zu der bayerischen Spezialsituation? Ja, wir sind ja da gut unterwegs. Also, wurde ja mal gesagt, dass unsere Sonderregelung, die 10H-Regel, ein Grund wäre, warum Wind stockt. Also unser Bundeswirtschaftsminister hat vor wenigen Tagen klargemacht, dass das kein regionales Problem ist, sondern ein nationales. Deswegen hat er auch zu einem Gespräch eingeladen. Und da geht es jetzt nicht allein um die Frage von Abstandsflächen, ganz im Gegenteil. Was aber auffällig ist, ich glaube, dass es klug ist, einen kommunikativen Mechanismus zu finden, wie Bürger in diese Prozesse integriert und nicht vor veränderte Tatsachen gestellt werden. Und das ist heute Morgen gemacht worden. Ich war, wie gesagt, beiden Koalitionspartnern noch dankbar, dass man unsere Regel, also Bestandsschutz gewährt hat. Ja, die ist auch gut und kann auch jeder machen. Aber das sollten vielleicht die anderen beiden, vor allem die beiden Fraktionsvorsitzenden, Kollege Brinkhaus hat da mit großer Leidenschaft auch gekämpft, um das gut auf den Weg zu bringen. Und die beiden Fraktionsvorsitzenden und der Herr Scholz hat dann am Schluss eine weise Formulierung gefunden. Stimmt. Stimmt wirklich, ja. Stimmt, ja. Nach zwei Stunden. Oder willst du? Nein, also ich will nur sagen, also wir haben uns wirklich darauf verständigt. Natürlich muss die Windenergie ausgebaut werden. Wir wollen dieses 65er Ziel natürlich erreichen durch zusätzlichen Ausbau von Windenergie. Da haben Abstandsflächen eine Rolle gespielt. Da haben wir uns jetzt verständigt, können Sie im Papier entnehmen. Aber es ist auch völlig klar, dass wir zum Beispiel auch eine Regionalisierungsquote haben wollen. Ich beispielsweise komme aus einem Bundesland, aus einem Flächenland, wo es wichtig ist für den Ausbau, dass wir auch wieder Zuschläge bekommen. Und ich denke, ich darf auch noch sagen, dass wir uns auch darauf verständigt haben. Dafür bedanke ich mich auch nochmal sehr herzlich, dass jetzt der Solardeckel aufgehoben worden ist, sodass wir eben auch die Solarenergie entsprechend weiter ausbauen können. Auch das ist ein wichtiges Signal an all diejenigen, die wissen, dass wir noch ein bisschen was zu tun haben, um nach dem Abschalten der Kohlekraftwerke und ohne Kernenergie wirklich dann auch in der Lage zu sein, viel erneuerbare Energie auch erzeugen zu können.
Und wir haben nicht nur den Solardeckel angehoben, sondern auch die Offshore-Windenergie auf 20 Gigawatt hochgesetzt. Das ist auch eine sehr gute Nachricht. Ich habe meinen Wahlkreis an der Ostseeküste, die waren gegenüber der Nordsee etwas zurückgefallen. Die haben jetzt auch wieder alle Chancen und ich glaube, die Offshore-Windenergie hat auch wirklich viele Maßnahmen. Ich meine, wir müssen etwas tun für die Akzeptanz der Windenergie, auch vor Ort. Denn mitten in der Stadt stehen weniger Windanlagen als auf dem Lande. Und wir haben hier auch noch einen sehr interessanten Punkt im Zusammenhang mit der Grundsteuer, dass wir die Möglichkeit haben, dass dadurch Kommunen besser auch an den Gewinnen der Windräder und der Windenergieerzeugung beteiligt werden können. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil viele sich fragen, was habe ich davon, wenn in meiner Nähe eine Windkraftanlage steht, und auch da verbessern sich die Rahmenbedingungen. Genau. So, vielleicht noch, es geht also voran, Onshore, Offshore, Wind, Solar, das sind die drei Fragen, die in der letzten Zeit von allen diskutiert worden sind. Da hat es viele, viele Diskussionen gegeben und ich glaube, wir haben das jetzt beenden können, sodass der Ausbau wieder stattfinden kann. Und das ist auch unverzichtbar. Wir können nicht aus der Kohleverstromung aussteigen und keine neuen Erzeugungskapazitäten etablieren. Und das muss in all diesen drei Feldern geschehen. Das ist mit den Vereinbarungen jetzt möglich. Und zwar so, dass das, glaube ich, auch mit breiter Akzeptanz geschieht. Die Regelung bei der Grundsteuer gibt es schon in dem heutigen Grundsteuerentwurf. Und wir haben jetzt nochmal Ergänzung vorgenommen, sodass man einen höheren Annahmeanteil in der Gemeinde haben kann, wo die Windmühlen stehen. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was zur allgemeinen Zufriedenheit beitragen kann und auch vielleicht neue Interessenten auf den Platz ruft, die sagen, bei uns wäre eigentlich eine windhöfige Veranstaltung möglich. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen. Herr Schuller, FAZ. Das ist mit Mikro am besten. Meine Frage richtet sich an die Frau Bundeskanzlerin und den Herrn Finanzminister. Wenn das, was Sie heute beschlossen haben, ins Gesetzgebungsverfahren geht, wird man auch in den Bundesrat müssen. Da wird man sich um Mehrheiten bemühen müssen. Es wird um die Grünen gehen, um die FDP gehen. Es ist abzusehen, dass Forderungen kommen werden von beiden Seiten. Es ist abzusehen, dass die Grünen beispielsweise vielleicht höhere Einstiegspreise bei den Zertifikaten oder beim Festpreis fordern werden. Frage, ist da noch Spielraum? Also wir haben schon jetzt Bund-Länder-Aspekte diskutiert oder diskutieren müssen, sage ich mal, weil auch Ministerpräsidenten mit am Tisch saßen und wissen natürlich, dass wir immer kameradschaftlich Lösungen finden müssen. Und den Diskussionen will ich aber heute nicht vorgreifen. Die Grünen haben im Deutschen Bundestag zum Beispiel schon gesagt, dass sie das Parlament für den Ort halten, an dem dann auch überlegt wird, wie kommt man voran. Und da gibt es eine lange parlamentarische Tradition, auch dass man da auch schon immer mal ein bisschen mit an den Bundesrat denkt. Also da stehen uns sicherlich nicht einfache Gesetzgebungsprozesse vor, aber mit Recht hat man von der Regierung erstmal erwartet, dass sie ihre Vorstellungen auf den Tisch legt. Und das ist nicht die vorderste Aufgabe der Opposition, sondern es ist die Aufgabe der Regierung. Wir haben jetzt ja noch eine ganz bunte Landschaft, was das Regieren in Deutschland betrifft. Wenn Sie sich die 16 Länder anschauen, gibt es ziemlich unterschiedliche, komplizierte und nicht so komplizierte Konstellationen. Wir haben eine Mehrheit im Deutschen Bundestag, die von der jetzigen Regierung repräsentiert wird. Und wir müssen in diesem Prozess immer miteinander Gesetzgebung hinkriegen. Das klappt übrigens viel besser, als manche geahnt haben und vorhergesagt haben. Wir haben jetzt mehrere Verfassungsänderungen durchgesetzt, miteinander und weit über die Regierungsparteien hinaus. Das ist gewissermaßen die große Herausforderung im Gesetzgebungsprozedere. Deshalb bin ich auch optimistisch, was diese Frage betrifft. Vielleicht ist es auch so, dass man eher mit heiterer demokratischer Fröhlichkeit einen solchen langen Weg auf den Hand gehen sollte und sich nicht seufzend in die Ecke setzt, weil man denkt, wie schwer das alles werden könnte. Dann die letzte Frage, Herr Wöhlenweber, Sat.1. Frau Bundeskanzlerin, haben Sie denn durchgerechnet tatsächlich, ob Sie die 300 Millionen Tonnen, die eingespart werden müssen bis zum Jahr 2030, ob die laut Ihren eigenen Prognosen und Berechnungen tatsächlich Sie beisammen haben, jenseits irgendwelchen Evaluierungen und Überprüfungen? Und Herr Finanzminister, vielleicht auch noch eine Frage an Sie zur Finanzierung. Finanziert sich das jetzt aus den Mehreinnahmen durch höhere CO2-Preise zum Beispiel?
größtenteils das Programm? Verwenden Sie nur allgemeine Steuereinnahmen? Ist das geplant? Oder zapfen Sie noch andere Töpfe letztendlich dann am Ende an, wie zum Beispiel den Klimafonds? Oder da wären ja auch noch andere Möglichkeiten denkbar. Ich muss schon wieder nachdenken, ob was durchgerechnet. Ja, das ist, also wir haben extra nicht alle Bepreisungen auch bis zum Jahre 2030 angegeben, weil es schier unmöglich ist, im Jahre 2019 vorauszusagen, wie sich die Dinge entwickeln. Und deshalb versuchen wir natürlich, und die Umweltministerin ist da sehr streng, zu gucken, welche Maßnahme könnte welche CO2-Minderung ergeben. Aber wenn Sie jetzt mal anschauen, was zum Beispiel die Automobilindustrie uns sagt, die sagt, sie denken, dass wir 7 bis 10 Millionen Elektroautos im Jahre 2030 haben werden. Jetzt müssen Sie natürlich dann sagen, in welchem Hochlauf pro Jahr werden Sie genau ihren Anstieg sehen? Wie viele Kilometer wird man im Durchschnitt mit einem Elektroauto fahren? Also wie viele Kilometer von heute CO2-Verbrauch wird das ersetzen? Das sind natürlich sehr komplexe Rechnungen. Deshalb gibt es Gutachter, Ressortgutachter, Kreuzgutachter und vieles andere mehr. Und trotzdem wird man nicht mit letzter Sicherheit sagen können, inklusive wenn nachher noch ein Preissignal dazu kommt oder wenn man attraktive Angebote bei der Bahn hat oder der ÖPNV ausgebaut wird, wie genau wird sich jetzt das Konsumverhalten, das Fahrverhalten, das Mobilitätsverhalten der Menschen in Deutschland entwickeln. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir dieses Klimakabinett haben, dass wir jedes Jahr überprüfen und gucken, stimmen unsere Annahmen. Die Frage, ob es ein heißer Sommer ist, ein kühlerer Sommer, die Frage, ob Sie Wirtschaftswachstum haben oder kein Wirtschaftswachstum, entscheidet massiv über bestimmte Daten auch. Und deshalb gibt es auf der einen Seite die Langfristbetrachtung, die stellen wir natürlich an, aber immer müssen wir auch den Kurzfristtest machen, sonst wird das nicht aufgehen. In der Tat, es geht um ein Bündel von Maßnahmen, massive Förderung, sehr klare gesetzliche Regeln, die natürlich auch dazu helfen, dass Anforderungen erfüllt werden und dann natürlich auch Preise, mal mit Verbilligung. Wir haben ja auch zum Beispiel vor, Ticketpreise bei der Bahn zu senken und so weiter. Und mal, indem einige Dinge mehr Aufwand erfordern. Das ist das, was ich vorhin genannt habe. Und wir können das gut finanzieren, soweit wir das bisher vorherrechnen können, aus den Einnahmen, die uns zur Verfügung stehen. Ein nicht sehr veränderter Beitrag aus dem Bundeshaushalt. Das, was wir bisher schon im Klimafonds vereinnahmt haben, aus den Emissionshandelserlösen, die in dem europäischen Emissionshandelssystem für die Energiewirtschaft und die große Industrie erzielt werden. Das, was wir jetzt aus diesen neuen verschiedenen Schritten entnehmen können, ich habe sie alle aufgezählt, Ticketabgabe, andere Kfz-Steuer, CO2-Komponente in der Lkw-Maut und eben das Bepreisungssystem mit allmählich steigenden höheren Preisen für Heiz- und Kraftstoffe, das wir jetzt auf den Weg gebracht haben. Und das alles zusammen gibt uns die Kraft, das Notwendige zu tun. Und zwar viel mehr, als wir alle vermutet haben. Vielen Dank dem Podium, vielen Dank auch Ihnen und noch einen schönen Freitagnachmittag. Schönen Aufenthalt.